Buenas noches, señoras y señores, und willkommen zu Das Leben ist ein Traum von Pedro Calderón de la Barca. Klingt erstmal romantisch-philosophisch, kann ja aber auch ein Albtraum sein. Schauen wir mal. Mit dabei sind Basilius, der König von Polen, der hobbymäßig viel Astro-TV guckt und wegen eines ganz schlechten Horoskops seinen eigenen Sohn, Sigismund, einfach mal von Kindesbeinen an in einen Turm in der Wildnis gesperrt hat, wo er keinerlei Kontakt mit der Außenwelt hat, außer mit seinem Wächter Klothald. Dieser wird von einer Jugendsünde auf zwei Beinen eingeholt, nämlich seiner unehelichen Tochter Rosaura. Ja, die hat hier Männerklamotten an, und zwar, weil sie macht, was viele junge Frauen aus Russland machen. Sie kommt nach Westen, um einen Bräutigam zu suchen. Sie hat nur schon einen, nämlich ihn hier, Astolf, den Herzog von Moskau, Neffe des Königs, der aber, wenn es nach Basilius geht, seine Cousine Estrella, die Nichte des Königs, heiraten soll. Und dann gibt es noch so ein paar Untergebene. Calderons Stück wird 1636 gedruckt, also mitten im schönsten spanischen barocken Siglo de Oro, wo man trotz verschärftem Katholizismus schon mal gefragt hat, wie ist das eigentlich? Der Mensch denkt und Gott sitzt am Steuer? Also wie frei bin ich eigentlich? Los geht's mit einem Pferd, das über die Bühne galoppiert, und Rosaura läuft hinterher und sagt, nein, bleib stehen, du blödes Vieh. Oh, boah, dieses Weglaufen als Mann verkleidet ist schon echt anstrengend. Was mache ich denn jetzt? Ach, da hinten ist ein Turm, da klingel ich mal. Hier ist es voll creepy, denn da klirren immer so Ketten, und dann kommt der Sigismund raus und sagt, boah, ich bin doch echt arm dran, immer eingesperrt, noch nicht mal WLAN, und sie so, ach Gott, was, wer ist da, ich mach dich alle, was? Und sie so, ah, und er, ah, wer bist denn du? Du bist ja echt toll, ich lieb dich voll. Und sie so, da kommt Klothald schon hinter ihm hergerannt und sagt, Eindringlinge, Kopf ab. Er wird abgeführt und sie wird mit dem Tode bedroht und sagt, nein, bitte nicht, meine Mutter ist schon von einem Polen verarscht worden und ich von einem Russen. Hier ist der Degen, mit dem ich nach Westen ziehen sollte, wie meine Mutter sagte. Und der so, was? Das ist ja mein Degen, dann ist das mein Sohn, ich sag mal lieber nix. Und er nimmt den vermeintlichen Sohn mit zum König. Im Schloss läuft Astolf seiner Cousine Estrella über den Weg und sagt, boah, du bist so hot, du bist die wandelnde Erderwärmung, Lügner, hey, heirate mich, dann sind wir König. Ja, weil du nur den Thron willst. Da läuft ihnen aber ihr Onkel über den Weg und sagt, hallo Kiddies, hallo. Hier, großes Secret, habe ich noch nie jemandem erzählt, ich habe einen Sohn. Die Sterne haben gesagt, dass der voll der Tyrann wird, deshalb habe ich ihn vorsichtshalber mal in einen einsamen Turm eingesperrt. Aber ich stehe ja auf Wissenschaft und Fakten, deswegen machen wir morgen ein Experiment. Wir holen ihn her ins Schloss und testen, ob er wirklich so ein Krawallkid ist. Wenn nicht, wird er König. Wenn doch, seid ihr dran. Und die so, super. Dann sind die weg und der Klothald kommt und sagt, hallo Chef, ich habe diesen Typen hier im Sperrgebiet entdeckt. Ja, das macht nichts. Morgen wird der Sigi betäubt und dann bringst du ihn hierher. Und er so, oh cool, König ist weg. Und er so, hier, dann bist du frei hier, hast du deinen Degen wieder. Und die so, dankeschön, an wem willst du dich denn jetzt eigentlich rächen? An Astolf. Was? Dem Herzog von Moskau? Also pass auf, es ist so, ich bin überhaupt kein Mann, ich bin eine Frau in Männerkleidern. Und wenn der die Estrella nimmt, dann bin ich total entehrt. Klar? Oh, und wo sie zieht hinfort Frauenkleider an, gibt sich als die Nichte von Klothald aus und arbeitet als Kammerzofe von Estrella. Und wirklich wird Sigi betäubt und ins Schloss gebracht. Und am nächsten Morgen wacht er mit großem Brimborium auf und wird neu eingekleidet. Und der Klothald so, guten Morgen, hallo, wo bin ich denn hier? Du bist der Kronprinz von Polen. Und er so völlig cholerisch, was? Und du hast mich eingesperrt, ich werd dich. Und der so, ah, läuft schnell weg. Dann kommt der Astolf vorbei und will seinen Cousin, den er noch nie gesehen hat und den Thron wahrscheinlich wegschnappt, hallo sagen und sagt, grüß Gott. Und er so, ja, whatever. Und so ein Diener sagt, hier, sei mal ein bisschen höflicher, wir sind hier nämlich bei Hofe. Und der so, hier, hat jemand die Null gewählt oder was? Und dann kommt die Cousine vorbei, die Estrella, und er so, wow, und will sich an sie ranmachen. Und der Diener so, das ist die vom Astolf. Sag mal, halt die Klappe, du Diener. Nee, ich muss dich doch warnen. Du weißt ja nicht, wie das in der Zivilisation so ist. Ah, denn da hat Sigi ihn schon geschnappt und wirft ihn vom Balkon runter und der stirbt dabei. Und alle so, boah, dieses Tier. Da kommt der Papa und sagt, was? 5 Minuten in Freiheit und schon zum Mörder geworden, mein Sohn? Ach, du bist der Papa, guck mal an. Und dass du mich jahrelang eingesperrt hast, das war in Ordnung, oder wie? Und er so, sei mal vorsichtig, vielleicht träumst du das alles ja auch nur. Und da begegnet ihm Rosi, die Rosaura, die ja jetzt in Frauenkleidern ist. Und ihr so, boah, bist du cool. Sag mal, haben wir uns nicht schon mal gesehen? Und die so, nee. Komm doch mal her. Und der Klothald kriegt das mit, dass jemand sich an seine Tochter macht und sagt, nein. Und die so, du bist voll das Tier. Na, dann weck doch mal den Tiger in mir. Lass die Frau in Ruhe. Was? Dich mache ich alle. Das hatte ich ja sowieso schon vor. Und da tritt aber der Astolf dazwischen. Der hat seinen Degen schon gezogen und duelliert sich jetzt mit dem Sigi. Und der Sigi zieht natürlich auch. Und es geht bang, 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 bang. Bis
der König dazwischen tritt und sagt, stopp, was ist hier los? Und die so, nix, lassen die Degen sinken und der so, ihr Luschen. Und der König so, boah, ey, Experiment total gescheitert. Der wird sofort betäubt und kommt wieder ab in den Turm. Und der Asti wurde natürlich von Estrella beobachtet bei diesem Duell. Und er sagt so, tja, da hatten die Sterne wohl doch recht, aber du bist so hot, Estrella. Und die so, ach, hör doch auf, du lügst ja nur. Warum hast du sonst immer das Bild von einer anderen um den Hals? Und er so, was, das willst du ja, das hole ich dir, sofort. Und sie so, oh, ich bin so aufgeregt. Da kommt die Rosaura wieder vorbei und sie so, hier, der Astolf soll mich ja heiraten, ne? Aber der liebt eine andere, der hat nämlich das Bild von einer anderen um den Hals. Und die so, schluck, das ist mein Bild. Ich kann das jetzt nicht mehr, du nimmst das in Empfang, wenn er wiederkommt. Und die so, nein, oh Gott, der sieht mich dann ja jetzt. Kommt der Astolf mit dem Bild wieder, dem Amulett, was er immer um den Hals getragen hat. Das war natürlich das von Rosaura. Und die so, was, Rosaura, du hier? Und die so, nein, sie müssen sich irren, ich heiße Astrea und bin die Kammerzofe von Estrella. Und die so, ach komm, mach doch keinen Quatsch, du bist doch meine Rosaura, ich liebe dich. Wenn du mich lieben würdest, dann wärst du ja wohl nicht hier. Gib jetzt mein Bild her. Und er so, nein, doch. Und sie schnappt ihm das Bild weg. Da kommt die Estrella und sagt, was ist hier los? Ah, der wollte mir mein Amulett mit meinem Bild wegnehmen. Hier, guck mal. Und sie so, ja, hübsch. Und wo ist das Bild von der anderen? Ja, das ich Verräter. Und die dampfen ab und die so, boah, Weiber. Den Siggi haben sie in der Zwischenzeit echt wieder in den Turm geworfen. Und zwar natürlich auch in seinen alten Klamotten, damit ihr glaubt, er hat wirklich nur geträumt. Also er wacht wieder auf aus der Betäubung und denkt, boah, das war sowas von 3D und Ultra HD realistisch, dieser Traum. Da kommen von draußen Aufständische rein und sagen, wir wollen Siggi und keinen Assi-König, Asti, Russenkönig. Und die so, ey, kommt, ihr verarscht mich doch wieder nur. Und die so, nein, wir haben voll die Rebellenarmee gesammelt, guck mal aus dem Fenster raus. Und die so, ja, okay, dann kann ich auch noch eine Runde weiter träumen. Und der Klothalt, der es nicht verhindern konnte, dass diese Soldaten eingedrungen sind, sagt so, jetzt bin ich dran, der wollte mich ja sowieso schon zweimal alle machen. Und der so, Klothalt, ja, du bist jetzt meine rechte Hand. Was? Ich habe gelernt, auch in Träumen muss man sich richtig benehmen. Und der Klot halt so, ja, das ist ja super, aber ich kann doch nicht gegen meinen König kämpfen. Also macht er sich auf zu Basilius, der jetzt zusammen mit Astolf gegen seinen eigenen Sohn in den Krieg zieht. Und bei Hofe trifft er Rosaura. Bitte Rache, der Astolf ist nur noch hinter Estrella hier und will mich sitzen lassen. Ja, aber ich kann ihn doch nicht einfach killen. Das ist doch der Herzog von Moskau. Was machen denn Frauen in solchen Situationen eigentlich? Hier, geh doch ins Kloster, du erbst auch alles von mir. Nee, dann bring ich den um. Und ist weg und er so, nein. Sie eilt zu Sigismund und seiner Armee und trifft ihn. Und ist so, Sigismund, bitte räche mich. Ich bin die uneheliche russische Tochter von einem Polen und der Asti war so gut wie verlobt mit mir und jetzt hat er mich für Estrella sitzen lassen. Und ich so, boah, du bist echt, aber ich, nein, ich bin jetzt der Superkönig. Ich habe aus meiner traumatischen Traumerfahrung was gelernt und werde dich verteidigen, also deine Ehre, statt sie dir zu rauben. Ich räche mich für dich. Und er geht und sie so, was? Und die Schlacht geht hin und her, aber irgendwann muss der Asti einsehen, scheiße, wir haben verloren. Und der König auch so, nein, wir haben verloren. Und er gibt seinem Sohn die Krone und sagt, hier hast du die Krone und überhaupt mach mich alle. Und er so, nein. Leute, der Himmel hatte recht mit dem Horoskop, aber ich bin nur so ein Tier gewesen, weil mein Papa mich eingesperrt hat. Self-fulfilling prophecy. Aber damit ist jetzt Schluss. Papa, verzeih mir. Und der so, schnief, du bist jetzt der Chef. Und er so, Und als erste Amtshandlung, Astolf, du wirst Rosaura heiraten. Aber die ist doch voll unter meinem Stand. Ich meine, das war doch nur so ein Techteldings. Und da tritt der Klot halt vor und sagt, die ist überhaupt nicht unter deinem Stand. Du Arsch, das ist meine Tochter. Was? Also kannst du sie heiraten. Ja, muss ich sie wohl heiraten. Und er heiratet Rosaura. Supi, und ich nehme die Estrella und dann ist ja auch alles in Butter, oder? Und die so, ja, das ist okay. Und dann kommt noch so ein Rebellenschlumpf und sagt, hier, Majestät, eigentlich hast du den Thron ja nur durch uns gekriegt. Und der so, ach ja, ihr seid Rebellen, ne? Ab nach Guantanamo. Nein! Also in den Turm. Und der König so, Mensch, du hast das Königsein schon voll drauf. Und so wird in Polen alles wieder gut. Ich finde, das Spannende an diesem Stück ist die Einsicht, dass seelische Gewalt Spuren hinterlässt. Kein Wunder, dass der Siggi erstmal als Psychopath aufwächst. Sein Papa ist pädagogisch schon echt ein Monster. Und dass der Siggi sich nochmal komplett verändert nach dem Traumexperiment, bei dem er einfach ins kalte Wasser der menschlichen Gesellschaft geworfen wird, das ist ziemlich märchenhaft. Darauf können wir uns nicht verlassen. Deshalb sorgt bitte dafür, dass die Seelen von Kindern keinen Schaden nehmen. Und achtet darauf, welche Medien, Spiele und Geschichten sie konsumieren. Und das, liebe Gemeinde, war Das Leben ist ein Traum von Pedro Calderón de la Barca. Vielen Dank.